Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Hoppitz. Ich begrüße dich bei meinem PHP 5 Kurs für Einsteiger. Wir sind mittlerweile schon in der 15. Lektion hier angelangt und wollen uns heute Fehlern bei Variablenbezeichnungen zuwenden. In der vorigen Lektion haben wir besprochen, was überhaupt Variablen sind, wie man sie schreiben sollte. Das ist hier mit Dollarzeichen, sollte man voranstellen. Und jetzt haben wir hier in diesem Listing auch Beispiele für nicht richtige Schreibweisen. Und da stellt sich die Frage, wie mache ich das jetzt überhaupt richtig? Man sollte möglichst keine Leerzeichen verwenden. Ja. Am Anfang sollte man auch keine Ziffer voranstellen. Also das wäre jetzt hier ungültig. Ich habe das hier in einem Kommentar dann da schon dazu geschrieben. Wenn ich einen Unterstrich mache, dann wäre das ja keine Zahl, dann wäre das gültig. Und man sollte, wenn möglich, auch keine zum Beispiel Umlaute verwenden. Also das hier wären sehr schöne Variablenbezeichnungen. Aber du siehst hier schon, dass das hier alles kleingeschrieben etwas anderes ist als hier dann plötzlich ein großes R. Wenn du dann hier mit bestimmten Variablen arbeiten möchtest, solltest du natürlich dann schon schauen, dass das eindeutig gemacht wird, dass du dir zum Beispiel überlegst, ja, eindeutige Namen zu nehmen, die man sich leicht merken kann. Das wäre eine gute Möglichkeit. Das würde hier dann ausgeführt werden, aber eine Fehlermeldung haben wir auf der rechten Seite. Du weißt ja schon, was Fehlermeldungen sind. Weil eben dann hier in Zelle 8 hier eine ungültige Variablenbezeichnung war und wenn man Variablenbezeichnung ungültig will, in dem Fall hier eben diese Ziffer, dann funktioniert auch das ganze Listing nicht und darauf wird dann auch hier hingewiesen. Ja, soweit das zu der Frage und zum Thema Fehler bei Variablenbezeichnungen. Wieder mein Hinweis, versucht diese Aufgabenstellung hier unten zu lösen. Und dann natürlich mein Danke für das Zuhören und Zuschauen.